Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Gleich vorweg, es schaut so ein bisschen kahl mittlerweile hinter mir aus, aber wir sind mitten im Umzug und somit ist meine Kulisse schon so ein bisschen abgebaut. Ich hoffe, das ist nicht tragisch. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es nämlich um ein Piercing. Ich kann euch gleich sagen, es wird wahrscheinlich eines der letzten Piercing-Videos, da ich nicht mehr so viele Piercings habe, über die ich mit euch reden kann. Aber es war ein angefragtes Video, somit drehe ich das heute natürlich sehr, sehr gern. Es geht um State-Piercing. Das ist dieser kleine Ring in meinem Ohr. Ich werde euch natürlich wie immer ein ordentliches Bild einblenden. Und vor allem in Kombination hat es für meine Migräne geholfen. Ich bin schon ganz, ganz lange Migränepatient und das ist das Piercing, das so im Netz so ein bisschen kursiert, auch als Piercing eben gegen Migräne. Ich werde aber trotzdem natürlich so wie immer auch die ganzen anderen Fragen beantworten über Schmerzen, Preis, Verheilung etc. Fangen wir an. Warum habe ich mir das Piercing stechen lassen? Ich wusste gar nicht, dass es gegen Migräne helfen soll. Für mich war das auch so ein bisschen utopisch, als ich das im Nachhinein gehört habe, einfach weil es so viele verschiedene Arten von Migräne gibt und ich mir nicht vorstellen konnte, dass es ein Piercing geben soll, das gegen all diese Arten helfen soll. Somit kann ich euch gleich sagen, bei mir persönlich und bei meiner Migräneart hat es nicht geholfen, leider. Kann aber gut sein, dass es bei anderen Leuten geholfen hat. Das heißt, falls ihr Migräne habt und sowieso das Piercing haben wollt, es euch sowieso gefällt oder ihr nichts dagegen habt, euch extra deswegen ein Knorpelpiercing machen zu lassen, dann macht es euch. Dann könntet ihr Glück haben und die Möglichkeit, dass eure Migräne oder eure Kopfschmerzen dadurch wirklich weggehen. Wie gesagt, bei mir hat es nicht geholfen. Weiter geht's mit den Schmerzen beim Stechen. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass das richtig wehtut. Ich weiß nicht, dadurch, dass das innen im Ohr ist und man ja auch mit der Nadel relativ schwer da dran kommt, dachte ich mir, das wird richtig schmerzhaft werden. Schlussendlich war es das aber gar nicht. Also es war vielleicht nicht mega angenehm, aber es war voll in Ordnung. Also da gab es wirklich Piercings, vor allem das Antitragus, das ich mir zum selben Zeitpunkt am selben Tag stechen habe lassen, viel, viel schlimmer als das im Ohr, obwohl ich wirklich dachte, im Ohr irgendwie muss es mehr wehtun, hat es aber im Prinzip nicht. Also ich muss sagen, von den Schmerzen beim Stechen war es ähnlich wie ein Helix-Piercing, wirklich sehr erträglich und viel weniger schlimm als das Industrial oder das Antitragus. Also von dem her kann ich nur sagen, was die Schmerzen betrifft, für mich war es nicht sehr tragisch, also kann ich euch vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen, falls ihr da wirklich Lust drauf habt. Für mich war es auf jeden Fall relativ in Ordnung. Auch bei der Verheilung muss ich sagen, war es wahnsinnig unkompliziert. Also wie beim Stechen, sehr unerwartet unkompliziert. Kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass das Ohr doch rundherum ist und das Ganze einfach nochmal so ein bisschen schützt. Denn wie vorher schon erwähnt, zum Beispiel das Antitragus hat viel, viel länger gebraucht, aber einfach, weil ich ständig daran hängen geblieben bin. Und das passiert natürlich im Ohr absolut gar nicht. Ich konnte auch im Prinzip auf dem Ohr liegen, ohne dass es wehgetan hat, einfach weil das Ohr das Ganze nochmal so ein bisschen schützt. Das ist auch viel angenehmer als jetzt zum Beispiel beim vertikalen Industrial. Da denkt man, das schützt das Ohr ja auch, aber da liegt man dann doch auf dem Stichkanal hinten doch drauf. Und hier war das aber dadurch, dass das wirklich komplett im Ohr ist, wirklich sehr, sehr gut geschützt. Und es war, also geschmerzt hat es total schnell nicht mehr. Und verheilt war es meiner Meinung nach auch nach gut 2 bis 3 Monaten. Normalerweise sagt man ja bei einem Knorpelpiercing so 2 Monate bis 6 Monate ist so in einem normalen Rahmen. Alles, was drüber geht, kann natürlich auch passieren, aber das ist so der normale Rahmen. Und ja, bei mir war es in dem Fall wirklich so, dass es, glaube ich, in 2, maximal 3 Monaten so gut verheilt war, dass ich auch Piercing-Schmuck wechseln konnte. Was sonst bei den Ohren bei mir eigentlich nie der Fall war. Also selbst beim Helix-Piercing, das ja auch relativ einfach in der Handhabe ist, habe ich länger gebraucht, bis es verheilt war. Also relativ unkompliziertes Piercing, meiner Meinung nach. Beim Stechen, beim Verheilen ging wirklich alles sehr, sehr gut. Kosten, so wie immer, ich habe es in meinen Videos schon wahnsinnig oft erwähnt, in meinen Piercing-Videos. Ich werde euch oben mal die ganze Liste verlinken. In meiner Umgebung, das heißt in der Nähe von Wien, zahlt man für so ein Piercing im Durchschnitt zwischen 40 und 60 Euro. Ich habe so um die 50 Euro dafür bezahlt. Ist meiner Meinung nach ein Preis, den ich gerne bereit bin, für gute Piercings zu zahlen. Ich habe eine Piercerin, die ich jederzeit anrufen kann, der ich jederzeit Bescheid sagen kann, wenn ich Probleme habe. Somit ist es mir das auf jeden Fall wert. Dieses Piercing kann man auch, glaube ich, gar nicht beim Juwelier stechen. Ich glaube, das würde einem ein Juwelier gar nicht stechen. Ich kann euch auch empfehlen, egal um welches Piercing es geht, geht zu einem ordentlichen Piercer,
der sich mit der ganzen Materie auskennt. Ihr müsst einfach bedenken, dass es um euren Körper geht, dass es ein Eingriff in euren Körper ist. Somit bitte geht zu einem ordentlichen Piercer und zahlt lieber ein paar Euro mehr, habt aber dann die richtige Beratung, als ein paar Euro weniger zu zahlen und am Schluss dann Probleme zu haben. Das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Das war ein kurzes, knappes Video, weil ich einfach nicht wirklich viel darüber berichten konnte, weil es so wahnsinnig unkompliziert war. Wie gesagt, für die Migräne hat es mir persönlich nicht geholfen. Kann aber sein, dass es euch hilft. Also probiert es aus, wenn ihr sowieso Lust auf das Piercing habt. Denn dann ist es ja im Prinzip auch nicht ganz so schlimm, wenn es dann am Schluss doch nicht funktioniert hat. Für mich war's das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!